Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 30. Juni 2021, 8.32 Uhr und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Und wir haben hier direkt vor unserer Brust die Blue Box. Blue Box werden wir direkt aktivieren, eine 16,5er Box. Das bedeutet, 15.680 gehen wir long und 15.663 gehen wir short. Wir blicken auf den gestrigen Tag, wie jeden Morgen, gehen wir einmal in die Vergangenheit. Dann hatten wir sehr spät abends hier kleine Boxen zum Fußballspiel. Ja, und hier die 29er ist direkt in den Gewinn gelaufen. 28er hat ein wenig gebraucht. 1, 2, dann aber im dritten Anlauf nach oben raus. Die 19er direkt im ersten ausgebrochen. So, das heißt, wir starten heute, es ist relativ selten, dass das der Fall ist, schon morgens mit einer kleinen Blue Box. Ja. Und der nächste Bereich sind die grünen Boxen, das sind die Vola-Boxen. Wir sehen es hier gestern, ich mache mal auf den 5-Minuten-Chart, weil da spielt es keine Rolle. Erster Trade, zweiter, dritter, vierter ist in den Gewinn gelaufen hier am Nachmittag, wenn man spät eingestiegen ist. Wir haben gestern hier ein wenig gezappelt. Ja, wir sehen es hier, wenn ich jetzt mal auf den Konto History mache von gestern, dann sehen wir hier das, was wir gestern getradet haben. Also hier haben wir ihn dann laufen lassen. Das ging bis zum siebten Trade. Danach ging er noch mal runter, aber noch mal ein Stückchen höher. Also ich habe nicht 100% ausgenutzt. Die erste Box ging aber in den Gewinn. Und dann haben wir nachmittags nochmal oder am Mittag hier nochmal eine Box platziert. Auch da ging der Ausbruch nach oben raus. Ja, das war also alles okay. Eine Big Number gestern getradet. Aber den einen oder anderen interessiert natürlich jetzt, wo kommt der Markt rein? 15.675. 75. Das bedeutet, wir sind direkt in der Zone von der Vola-Box, 75. Aber wir lösen einen Trade ja immer erst auf ab 9 Uhr. Das heißt, der Kurs muss dort dann reinlaufen. Und er ist natürlich suboptimal. Warum? Weil wir direkt am Daily Pivot sind. Aber er sollte sich auch nicht zu lange am Daily Pivot dann aufhalten. Also 5,675 Forecast für die Vola-Box. Jetzt blicken wir einmal auf die großen Zeitebenen wie jeden Morgen und fangen hier mit Ethereum wieder an, also mit den Kryptos. Daily sind wir short, 4 Stunden aktuell long, Stunde long, 30 long, 15 short und 5 Minuten long. Also auch da leichte Gewichtung long aktuell. Und bleiben gleich bei den Kryptos und gehen in Bitcoin. 35.000 sehe ich gerade. Also Daily Short nach wie vor, da die Unterstützung, wo die rote Linie ist. 4 Stunden Long. Der Kurs ist über dem Band. Stunde Long. 30 Long. 30 Short, Entschuldigung. 15 Short. 5 Minuten Short. Also da biegt der Markt schon wieder ab. Also, aber wie auch, wenn wir das jetzt mal auf 4 Stunden nehmen, sehen wir, dass der Markt hier nach der starken Abverkauf hier sich erstmal auspendelt. Ja, also noch kein Schlag rausholt nach oben oder nach unten, ist eher jetzt eine Seitwärtsphase für diesen Markt. So, dann gehen wir weiter und nehmen den nächsten, der uns hier reinläuft, und das ist heute der Dow Jones. Dow Jones Daily sind wir long. Ich mache das jetzt mal ein bisschen größer. So, das heißt, hier wird ein bisschen auf dem Dow Jones, ihr seht es auch, was kein Wunder ist, wir sind auf Rekordniveau, die Luft auch dünner. Wir gehen mal in unsere Tagesstrategie rein. Wie sieht es dort aus? Ja, wir sehen den Long Trade. Ja, wir sind am 100-Tages-Durchschnitt, haben wir eine Umkehr gemacht.
Ja, da braucht jetzt aber wirklich Käufer, die Kerzen sehen wirklich nicht mehr stark aus. Gucken wir uns das Ganze mal auf den anderen Zeitebenen an. 4 Stunden sind wir noch long, Stunde sind wir short, 30 sind wir short, 15 short, 5 Minuten auch short. Also auf den kurzen Zeitebenen eher short. Technologiebörse, Nasdaq, Daily Basis, All-Time High, Rekord. 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 short, also eher long für die Technologiewerte nach wie vor. Öl. Daily ist aktuell der Deckel drauf, so sieht es zumindest kurzfristig aus, aber es ist definitiv long. 4 Stunden long, Stunde short, aktuell zumindest 30 short. 15 Long und 5 Minuten Short. Also Mini-Tendenzen in die Erholung, aber nicht wirklich so richtig groß. So, Daily-Basis auf Gold. Nach wie vor Short. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Short. 15 Short. 5 auch Short. Kommen wir zum DAX. Daily long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 short und 5 Minuten short. Also auch hier eher long. Das kann sich aber dann, wie gesagt, noch ändern. Wir sehen der Kurs aktuell heute Morgen 15 Punkte, 16 Punkte die Range und das bedeutet, es ist weniger als gestern. Also ich hoffe, dass da mehr Dynamik gleich reinkommt zur Markteröffnung. 8:39 Uhr. Jetzt Falle ist platziert. Zumindest jetzt die Blue Box und warten denn, bis Käufer und Verkäufer hier reinkommen. Es ist 8:52 Uhr und wir haben tatsächlich eine kleinere Blue Box und die nehmen wir natürlich 15,5. Herzlich willkommen. Übrigens, auch das wäre eine Box für eine Hedge-Auflösung. 15,679 und 15,663. Bei Risiko und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Coach. Daily Pivot liegt direkt dort und die vorbörsliche Range. Erkennen wir, dass der DAX entweder in Katerstimmung noch ist von dem gestrigen Spiel oder keine Lust hat mehr. Denn es ist sehr, sehr ruhig. Es ist sehr, sehr ruhig im Gegensatz zu den letzten Tagen. Was hatten wir gestern für eine Trading Range insgesamt? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, 7 Minuten noch insgesamt. Lala. So, das war das Tief gestern. Und das ist das Hoch 204. Also gestern war zumindest vor dem Fußballspiel noch die Welt in Ordnung. So, die Falle ist platziert, 15.679 zu 15.663 und auf der rechten Seite die Vola-Box wird bei 75 reinkommen. Wir haben, jetzt sehen wir sogar eine 11,5er-Box, die sich da zuschneidet. Also dann wird es gleich so sein, dass es gleich eine kräftige Bewegung gibt. Sehr, sehr selten. Sondern wir sind jetzt schon short im ersten Trade. Erster Trade short bei der 15,5er Box. Markteröffnung in 4 Minuten. Die Vola-Box wird um den Bereich 60 zu 75 reinkommen. So, das wird so circa die Box sein, die Vola-Box. Wie gesagt, es besteht auch die Möglichkeit, die Blue Box zu nehmen. Das wisst ihr. Bei einer 15er Box kann man das durchaus vertreten, aber ab 9 Uhr erst, bevor das rumgeschaukelt. Aber wir sind 2 Minuten vorher, bevor es jetzt gleich schnell wird.
Das kann durchaus sein. Warum? Weil sehr wenig los ist und wenn dann um 9 Uhr die Glocke läutet, dann kann es hier schneller gehen.